Servus und schön, dass ihr vorbeischaut. Ich bin der Kroko und ich heiße euch herzlich willkommen in der Ideenbox. Wir bauen heute gemeinsam dieses Starterhaus und auch zu diesem Starterhaus habe ich mir wieder Gedanken gemacht vorher und es sind diese Skizzen entstanden. Gut, damit würde ich sagen, packt was an. Wenn man ein Survivalhaus baut, dann ist natürlich wichtig, dass man sich am Anfang gleich mal überlegt, wo man dieses Haus hinstellt und ich denke, wir haben hier einen guten Ort gefunden. Und dann im nächsten Schritt ist natürlich die Grundlage und das Fundament wichtig. Und ich blende euch jetzt hier einmal die Maße ein, damit ihr wisst, in welchen Abständen die Blöcke platziert sind. Und wir werden jetzt im nächsten Schritt auf diese Blöcke die entsprechenden und nötigen Stützen bauen. Die Stützen bauen wir aus Schwarzeichenholz und aus Steinziegelmauern. Und ja, jetzt wird sich der eine oder andere denken, Steinziegelmauern habe ich nicht. Genau, das ist nämlich ein Starterhaus für die, beziehungsweise ein Survivalhaus für die 1.14er Version. Und dort gibt es dann Steinziegelmauern. Hier bauen wir 1, 2, 3 weitere, sprich 4 Stück insgesamt nach oben. Und auf der anderen Seite bauen wir insgesamt 3, sprich noch 2 oben auf. Damit haben wir die Steinziegelmauern geschafft und machen uns jetzt an die Holzstützen. Die vorderen Holzstützen hier und die hinteren beiden hier sind jeweils 5 Blöcke hoch. 1, 2, 3, 4, 5. Das machen wir jetzt für die, die und die auch. Die übrig gebliebenen 4 Stützen werden wir jetzt auf 20 Block hochziehen. Dieser Block zählt bereits schon dazu. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Im nächsten Schritt bauen wir hier 2 Blöcke mit Schwarzeichenholzbrettern oben auf, verbinden die mit halben Blöcken, verbinden auch hier die Stützpfeiler mit halben Blöcken. Und füllen das Ganze dann mit den halben Blöcken aus. Sobald das geschafft ist, nehmen wir uns zum Schwarzeichenholzstämme, zählen von dem äußeren 1, 2, 3 Abstand und dann eine 3 hohe Säule. Gehen von hier 1, 2 nach vorne, wieder 3 hoch und hier auch 3 hoch. Als nächstes gehen wir hier an der Vorderseite, machen wir einen Hilfsblock hin, noch einen Hilfsblock, platzieren unten einen dran, oben einen dran und zählen jetzt vom oberen 1, 2, 3 4, 5 nach unten. Das ja, gleiche machen wir gleich auf der anderen Seite. Wir platzieren hier unten noch einen halben Block. Platzieren eine Treppenstufe hier so, eine Treppenstufe hier so. Und unsere Ausgrabung ist fertig. Wir machen das gleiche auf der anderen Seite. Dann nehmen wir uns hier eine Stufe, bauen die Stufe hier rein und ziehen die Stufe bis zur anderen Seite rüber. Hier an der Stelle bringen wir eine Treppe an. Mit Stufen bis halt fast zur anderen Seite auch eine Treppe, hier eine Treppe, hier eine Treppe, wieder verbinden und dort das gleiche. Fürs Dach habe ich polierten Granit genommen und zwar die Stufen, die halben Blöcke und die ganzen Blöcke. Wir fangen hier in der Kante an, rücken eins nach außen, eine verkehrte Treppe und arbeiten uns jetzt nach dem Schema hier bis hoch zur Mitte und das natürlich so lange, bis wir uns mittig von beiden Seiten treffen. In der Mitte ist wahrscheinlich dann noch ein Block frei. Wenn wir an dieser Stelle angekommen sind, platzieren wir in der Mitte einen ganzen Block, oben einen halben auf und gehen jetzt von unten 1, 2, 3, zählen wir ab, gehen 1 rüber und platzieren hier und genau an der gleichen Stelle hier eine Treppe so, dann oben auf wieder eine Treppe richtig. Das Ganze führen wir wieder so bis nach oben hoch, dass noch ein Block Abstand ist, dann platzieren wir hier eine Treppe verkehrt rum rein, eine Treppe richtig rum oben auf, wieder eine so und einen halben Block oben auf. Genau das gleiche System hier bauen wir hier drüben auch, sprich von diesem Pfosten ausgehend, halt von diesem Pfosten ausgehend nach oben und von diesem Pfosten ausgehend bis nach oben. Sobald dieser Teil steht, können wir das Dach von der einen Seite bis zur anderen Seite rüberziehen. Wir beachten natürlich, hier mittendurch wollen wir kein Dach führen. Wir müssen aber mit dem Dach bis hier innen ran. Also hier halt, hier muss noch ein Block sitzen. Jetzt kommt richtig platzieren. Und hier, also die Blockreihe muss noch sitzen, weil erst die Wände hier innen reinkommen. Ich hoffe, das ist verständlich. Wenn nicht, seht ihr gleich, wie es aussieht. Das Dach ist fertig und ihr seht jetzt schon, es ist nicht mehr einfach nur der geschliffene Quarz. Ich habe hier noch verschiedene Sachen eingearbeitet, wie geschliffenen Andesit, Ziegeln und normalen Quarz, genau. Granit, Entschuldigung, nicht Quarz, Granit. Ich meine natürlich Granit. Genau, und das ist, was ich vorher meinte. Wir müssen hier noch bis hier innen einrücken
da setzen später die Wände an. So, mit dem erledigt, können wir uns jetzt hier an ein Vordach machen. Dafür nehmen wir einfach halbe Blöcke. Die ziehen wir hier bis raus. Kann man sich überlegen, welche Blöcke man verwendet. Ich verwende hier so einen Mischmasch wieder. Nun kommen wir zum nächsten Dach, und zwar dem kleinen hier. Dafür bringen wir wieder hier und hier die Treppe an mit einem Überhang. Gehen dann 1, 2, 3 rauf. Das gleiche von der anderen Seite hier. In der Mitte, wo sie sich treffen, setzen wir einen Block, Treppenblock verkehrt rum, so. Und eine Treppe hier und eine Treppe hier. Und jetzt ziehen wir das Ganze wieder bis hier innen rein. Als letztes fehlt noch das Dach hier oben. Das ist auch ein bisschen anspruchsvoller. Wir platzieren einen ganzen Block hier, platzieren einen Treppenblock hier drunter und einen Treppenblock halt verkehrt rum. So. Und dann wandern wir natürlich wieder eins nach außen und platzieren das gleiche hier außen. Dann auf den ganzen Block eine Treppe drauf, eine Treppe verkehrt herum, einen Block oben auf, Treppe, Treppe verkehrt rum. So. Das gleiche machen wir auf der anderen Seite. Sobald das geschafft ist, gehen wir hier an diese Blöcke, gehen wieder eins nach außen und gehen dann wieder nach oben. Und platzieren hier wieder einen ganzen Block rein und hier einen eine Treppe. Die Treppe hier wieder, oben wieder eine Stufe und dann eine Treppe nach vorne. Und dann wäre diese Seite des Dachs fertig, und wir bauen jetzt exakt das gleiche hier hinten noch einmal und verbinden das Ganze dann, wenden auch hier wieder die verschiedenen Farben an, und dann ist das Dach fertig. Ihr seht schon, so ganz langsam nimmt unser Haus Gestalt an, und jetzt machen wir uns auch an die Wände. Bevor wir die Wände setzen, bringen wir hier unten noch anhand von Steinziegel, Treppen ein Fundament an. Das ziehen wir einfach hier auf der Innenreihe der Blöcke einmal außen rum. Wichtig ist, dass wir hier vorne nur 1, 2 Blöcke einrücken und auch diesen Block nur so schräg. Und dann nehmen wir entrindetes Eichenholz und bauen den hier innen rein. Wir können hier freilassen, weil ich weiß, dass da später eine Tür hinkommen wird. Hier machen wir einen Querbalken. Wichtig, quer über die Tür. Alles andere geht erstmal längs nach oben. Und das machen wir hier, halt hier, überall bis unters Dach. Also ihr könnt auch die hier bis ganz hoch ziehen. Hier setzen wir sie direkt an die Außenkante. Hier, Vorsicht, hier kommt wieder eine Tür, und ansonsten wieder bis unters Dach. Wie ihr seht, bin ich noch nicht ganz fertig. Ich wollte hier nochmal an der Stelle stoppen und euch sagen, die hier könnt ihr natürlich erstmal nicht bis ganz hoch ziehen. Da wollen wir nämlich hier die Wände bauen, aber da komme ich gleich dazu. Und dann müssen wir natürlich hier an der Stelle, wo die Wände hier unterm Dach verschwinden, hier erstmal ein paar Hilfsblöcke ansetzen, dass wir dann da richtig unsere Stämme drauf bauen können. Wie das von innen ausschaut, das interessiert uns erstmal nicht. Das klärt man mit der Inneneinrichtung. Ich weiß gar nicht, ob ich die in diesem Video noch angreife. So, hier ist genau das Gleiche. Und dann ziehen wir die Wände bis hier an die Unterkante rauf. So, jetzt zu diesem inneren Bereich. Da können wir fürs erste Mal hier noch halbe Schwarzeichenholzbretter, Stufen hinmachen, wie auch immer. Und dann setzen wir hier an und bauen eine Wandreihe. Hier die Wandreihe und hier hinten die Wand. Vorne und hinten ziehen wir jetzt bis zum Dach rauf. Hier lassen wir eine Reihe frei. Also ziehen wir quasi so unter das Dach mit einem Abstand. Als nächstes machen wir uns daran, Fenster, Türen und Falltüren zu platzieren. Dafür fangen wir hier unten mit der Tür an. Wir reißen hier rechts und links die Blöcke weg und platzieren Treppen und so und platzieren dann von innen eine Tür. Gehen dann hier hoch, lassen 1, 2 frei, gehen dann hier hin, löschen diese Blöcke alle raus, platzieren dafür unten und oben eine Treppenstufe und platzieren dann von außen eine Falltüre. Dann löschen wir diesen Block hier weg, platzieren stattdessen eine
Treppe so und platziere hier eine Reihe Falltüren. Dann gehen wir hier nach oben und löschen hier 1, 2, 3, 4 und hier ebenfalls 4 Blöcke weg. Unten eine Treppe, oben eine Treppe, Falltüren rein, Fenster sind fertig. Kommen wir zur nächsten Seite. Hier seht ihr schon, ihr habt meinen Hilfsblock dabei. Wir brauchen den Hilfsblock jetzt hier. Wir platzieren hier eine Reihe Hilfsblöcke und auf die Reihe Hilfsblöcke kommen auch sofort Falltüren. Und zwar bilden die unser Geländer und das können wir hier ruhig rumgehen lassen. Dann müssen wir uns hier oben auch wieder eine Treppenstufe schnappen, hier austauschen und Falltüren anbringen. Und dann machen wir uns an ein besonderes Fenster, das fängt direkt hier an. Dafür löschen wir hier 3x4 Blöcke raus, platzieren eine Treppe so, eine so, eine so, oben das gleiche, nur verkehrt herum. Platzieren Falltüren hier an der Seite, das sind Schwarzeichenholz-Falltüren und 2 Zäune in der Mitte. Jetzt sind wir noch hier im Untergeschoss, da brauchen wir einmal hier eine Treppe, so. Dann lassen wir uns hier reinfallen und löschen einfach mal hier die Blöcke weg. Schauen, an welcher Stelle wir rauskommen. Das ist genau richtig. Wir löschen 4 Blöcke hoch weg. Unten 2 Treppen, oben 2 Treppen. Falltüren rein. Halt, da nicht. Und schon ist wieder ein Fenster fertig. Und wenn wir schon hier drin stehen, bauen wir gleich die restlichen Fenster hier unten. Dafür löschen wir 3x4 Blöcke wieder raus. Platzieren unten die Treppen. Oben die Treppen und haben hier schon mal einen wunderbaren Meerblick. Also ihr seht schon, das Haus ist optimal ausgerichtet. Und hier einfach direkt gegenüber wieder 4 Blöcke rausschlagen und das gleiche Fenster wie auf der gegenüberliegenden Seite reinbauen. Dann ist hier oberhalb noch ein Fenster angebracht. Das ist aber nur 1, 2, 3. 2x3 hoch. Auch hier wieder von innen die Treppen anbringen. Und dann hier die Falltüren. Auf der Höhe von diesem durchgehenden Brett machen wir 1, 2, 3, 4 und 1, 2, 3, 4, eigentlich ähnlich wie auf der anderen Seite. Hier bringen wir ein Fenster an, hier bringen wir also Fenster wieder wie vorne, so, und hier bringen wir eine Tür an. Und jetzt sind wir hier innen schon mal perfekt, weil wir müssen nämlich hier überall Falltüren anbringen. Was wir nicht vergessen dürfen, hier dahinter ist nochmal eine Falltür, die wir anbringen müssen. Die sieht man von innen nicht, von außen sieht man es aber, deswegen dürfen wir das nicht vergessen. Und dann hier ebenfalls Falltüren anbringen. Jetzt haben wir noch hier genau das gleiche Fenster, das wir hier auf der Seite haben, wollen wir hier auch bauen. Bleiben noch etwas auf der Rückseite des Gebäudes, dafür tauschen wir natürlich wieder diesen Block aus, bringen hier die Falltüren an, das machen wir eigentlich, haben wir jetzt fast an jeder Seite schon gemacht. Die Seite hier fehlt noch, die können wir eigentlich auch direkt machen, damit wir sie nicht vergessen. Und dann machen wir bzw. bauen wir an diese Seite einen Balkon hin. Wir fangen hier mit dem Balkon vorne gleich mal an. Der geht 3 raus, deswegen erstmal eine Reihe halbe Blöcke, dann an die Ecken hier und hier ganze. Den tauschen wir aus, da brauchen wir später auch einen ganzen. Und dann bringen wir hier unten 2 Zäune an, machen einen halben Block oben drauf, schließen einen ganzen an. Bringen hier eine Treppenstufe und dann eine halbe oben auf an. Und schon ist der Balkon weitestgehend fertig. Hier unten möchten wir noch eine Stufe haben und verbinden dann diesen Block hier mit dem oberen. Als nächstes haben wir noch Zauntüren. Damit verbinden wir diese Blöcke hier, diesen Zaun hier seitlich links rechts und gehen dann hier nochmal mit einer Zaunreihe bis unters Dach rauf und verbinden dann hier oberhalb des Fensters nochmal mit Zauntüren die 2 Dachhälften. Dann brauchen wir temporäre Blöcke, dafür nehme ich jetzt hier einfach dieses Schwarzeichenholz, die Schwarzeichenholzbretter und platziere darauf wieder mein Geländer für den Balkon. Auf der Seite hier gibt es nur eine Kleinigkeit und zwar die Zauntüren bringen wir hier an und bringen wir hier an und auch hier verbinden wir sie mit der Wand, so schaut es aus wie so Querstreben, die nochmal zusätzlich die Stützen stabilisieren und halten. Dann machen wir uns hier an die Front. Dafür gehen wir als allererstes hier vorne hin und schaffen eine Eingangssituation. Rechts und links Steinstufen, 2x Schwarzeichenholz, Zäune oben auf und dann bringen wir hier Falltüren an
als Vordach. Hier müssen wir die Falltüre einmal löschen, eine Treppe einbringen, damit wir dann hier oben auf Zäune bauen können. Und da können wir hier oben von mir aus einen Holzblock reinbauen. Kann man aber auch einen anderen machen. Ich mache jetzt den Holzblock, ich finde das jetzt ganz gut so. Beziehungsweise sehe ich, hier müssen wir auch noch das Dach reparieren und Treppenstufen anbringen. Dann machen wir uns hier weiter. Und dafür brauchen wir als allererstes mal hier unterhalb, in der mittig eine Treppenstufe. Ich hoffe, ich schaffe das jetzt, dass ich hier noch eine Treppe anbringe. Nicht so. So, genau. Dann hier nach vorne eine. Hier wieder eine Treppe so anbringen. Dann hier die halbe Stufe raus. Und dann auf diese Stufe bringen wir einfach nur Zäune an, die bis nach oben gehen. Und hier wähle ich unter dem Dach noch einen Holzblock aus. Dann nehme ich mir Türen, Zauntüren, die bringe ich hier an. Und hier oben noch einmal, also oberhalb und unterhalb der Fenster. Dann gibt es noch eine Kleinigkeit hier auf der linken Seite zu tun. Und das sind eigentlich nur die Zauntüren, die ich hier anbringe. Nun ist das Haus weitestgehend fertig und wir können noch ein paar Details anbringen. Und zum einen ist ganz wichtig, dass wir Schilder anbringen. Jetzt seht ihr schon, jetzt haben wir hier ein Problem, weil eigentlich würde ich gerne hier das Schild anbringen. Dafür muss ich aber diesen Block hier noch einmal löschen, das habe ich vorher falsch gebaut. Der sitzt nämlich hier unten und dann kann ich hier unten auch einen anbringen, wenn ich möchte, aber es schaut eigentlich so ganz gut aus. Und dann bringe ich hier eine Reihe Schilder an und das mache ich jetzt einmal ums ganze Haus rum auf exakt derselben Höhe hier. Dann wage ich mich ein Stück höher und bringe hier eine zweite Reihe Schilder an, die einmal ums Haus herum führt. Eine letzte Reihe Schilder bringen wir hier unten an, als Querbalken. Ihr seht schon, klassischer Vorteil von der 1.14, wir konnten hier Schwarzeichenschilder verwenden. Die gibt es natürlich noch nicht in der 1.13er Version. Hier an den Fenstern, hatte ich vorher noch vergessen, bringen wir Falltüren an. Das Ganze natürlich auf der anderen Seite gleich. Bevor wir uns jetzt an meinen Lieblingsbaustein, die Knöpfe, machen, bauen wir hier unten noch dickere Pfosten. Dafür setzen wir einfach Falltüren hier seitlich ran. Und das machen wir bei allen Holzpfeilern, die wir sehen. Jetzt ist es Zeit für die Knöpfe. Manche von euch finden wahrscheinlich, dass die Knöpfe zu viel des Guten sind. Aber dann lasst sie bitte einfach weg. Das ist reine Geschmackssache. Und wem sie gefallen, der kann jetzt ein bisschen zuschauen, wo ich diese Knöpfe platziere. Ich versuche mich hier zu beeilen, dass es nicht allzu langweilig wird, mir beim Knopfplatzieren zuzuschauen. Hier an den Fenstern noch. Und jetzt hätte ich gerne, genau, hier oben wollte ich noch welche haben. Auf der anderen Seite genauso. Und dann an der Vorderseite hier gibt es noch hier zwei und hier zwei. Und nachdem wir in der neuen Version so geniale Lagerfeuer haben, möchte ich noch damit einen Kamin hinzufügen. Dafür gehen wir hier mittig an die Wand hin. Wir setzen einfach die Blöcke hier mit Steinziegeln. Und bauen hier langsam einen Kamin hoch. Und den machen wir noch so. Oder so. Ja, weiß ich noch nicht. Da bin ich noch nicht so ganz. Ist ganz spontan gerade. Hier. Und von hier nochmal 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke hoch. Den fünften ersetzen wir durch das Lagerfeuer. Und setzen außen an das Lagerfeuer Falltüren. Damit man das Lagerfeuer dann nicht sieht, sondern nur den Qualm hat. Zur Verzierde hier noch ein paar Knöpfe. Ihr wisst, ich liebe Knöpfe. Dann setzen wir hier halt, hier so und so. Und den tauschen wir auch aus, vielleicht so. Dadurch, wenn man hier so Treppen reinbaut, finde ich, schaut das immer ganz nett aus. So als würde der ein bisschen schon älter sein, der Kamin. Schon ein bisschen Ziegel verloren. Genau. Damit ist unser Survival House fertig. Ich habe ein bisschen außen noch rumgebaut. Hier einen Bereich zum Schmieden und hier einen Bereich zum Steinsägen und ein bisschen Stauraum. Innen ist noch nichts passiert und ich weiß noch nicht, ob und wann da was passiert. Mal schauen. Damit würde ich aber sagen, zurück ins Studio. So, herzlich willkommen zurück. Ich hoffe, es hat euch gefallen und geholfen. Das war's auch schon für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann vergesst nicht zu abonnieren. Macht es gut und wir sehen uns im nächsten Video. Pfiat's euch!